Hallo, willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. Schlechte Nachrichten für Yoshimo. Ich werde ihn nicht weiter mitnehmen. Denn er widersetzt sich meinen Versuchen, sein Problem in den Griff zu bekommen. Jedes Mal, wenn ich ihn in einer Gruppe habe, wollen er und Brakett einen Dialog zusammen haben. Aber keiner kriegt den Mund auf und deswegen bleiben sie andauernd stehen und gucken sich gegenseitig an. Fürchterliches Verhalten. Aber hey! Geht halt nicht. Ich habe es ein bisschen versucht zu fixen mit dem Shadow, nicht mit dem Shadowkeeper, sondern mit der Konsole und ein paar Variablen mir anzugucken, ein paar Variablen zu verändern. Ich glaube, es liegt an dem Freundschaftsmod zwischen Yoshimo und dem Hauptcharakter und oder an der Freundschaftsmod. Und Brakett will sich jetzt ist jetzt so deprimiert, dass Yoshimo nicht dabei ist. Er kann sich nicht mal mehr ordentlich im Schatten verstecken. Und ich habe gedacht, alles wäre okay, weil du ja mein einziger weil du ja jetzt mein einziger Dieb bist. Aber nein, anscheinend. Oh, ich könnte diese Armschienen mal der Nalia geben. Ha, Brakett hat ja eine Rüstung an. Und das bringt ja zwei Rüstungsklassenpunkte. Perfekt. Juhu, im Schatten versteckt. Es wurde auch Zeit, Brakett. War schon ungeduldig. Und hier unten sind schlimme, schlimme Gegner. Hogoblins nämlich. Hogoblin-Schamanen vor allem. Hogoblin-Schamanen haben den klitzekleinen Nachteil, dass sie einen festhalten können mit einem Zauber und das ist extrem gemein. Was haben wir hier drin? Ein Uti. Ich weiß nicht. Und Ockergallert. Und hier hinten ist noch irgendwas da. Ein Gitter, ah ja. Und ein Grünschleim. So, mal hart drüber nachdenken, in welcher Reihenfolge ich die hier gerne angehen möchte. Nehmen wir nochmal ein bisschen Abstand. Na komm. So, Nalia, was hast du denn für mich? Was hast du denn Schönes in deinem Zauberbuch? Okay, die könnte einen Blitz dahin schießen. Dafür braucht man allerdings ein Ziel. Das ist blöd. Da könnte sich höchstens Brakett hier hinstellen. Ich schieße den auf Brakett, aber ich... ja, ganz so masochistisch sind wir nicht veranlagt. Ich könnte Personen festhalten, einfach mal auf den Bildschirmrand zaubern. Ah, was aber auch nicht geht. Dann verlangsamen. Wie hast du umgekehrt? Und jetzt habe ich hier den Schamanen verlangsamt, die Bogenschützen verlangsamt, den Krieger verlangsamt. Nur der Elite-Krieger widersetzt sich meiner Verlangsamungskraft. So, ihr beide könnt schon mal hierher kommen. Weil die so viele Bogenschützen haben, wenn wir da, glaube ich, direkt in den Nahkampf gehen. Brakett geht hin, wird einen der hinteren Schamanen ausschalten. Wenn hier überhaupt ein hinterer ist irgendwo. Ne, die stehen beide hier. Hier steht einer. Hier ist der Hauptmann. Und hier ist noch einer. Ah ja, okay, dann wirst du dich an den hinteren ranmachen hier. Und, wünsche uns Glück mit dem epischen Kampf gegen Hogoblins. Du probierst es mit Personen festhalten. Auf den hier. Auf den Bogenschützen. Und ihr zwei rennt einfach rein. Und versucht den anderen Schamanen zu töten. Okay, der erste Schamane ist tot. Brakett ist alleine hier zwischen den Hogoblin-Elite. Und dem Hauptmann. Das gefällt mir nicht. Renn weg. Die zwei Bogenschützen haben wir festgefroren. Also gestunt im Prinzip. Die können sich nicht mehr wehren. Die können sich auch. Die werden jetzt auch gut getroffen von meinen Charakteren. Also die haben da überhaupt keine Chance eigentlich mehr. Ja, und Nalia hat eigentlich nichts Nützliches mehr. Du kannst anfangen, auf den Hauptmann zu schießen. Ihr könnt eigentlich alle anfangen, auf den Hauptmann zu gehen. Der Hauptmann muss weg. Wir wollen ihre Moral zerstören. Minsk wurde vergiftet. Muss ich mal gucken, ob ich das wegmachen kann mit Brakett vielleicht. Ich kann hier ein paar Beschwerden heilen. Das könnte es wegmachen. Machen wir es mal. Sonst weint der Minsk den ganzen Tag noch rum, dass es ihm nicht gut geht. Und das wollen wir ja nicht. So, mach du den Krieger. Oh, a One-Hit-Kill. Minsk, ich bin sehr stolz auf dich. Wahrscheinlich war der schon verletzt, aber trotzdem. Minsk ist richtig, richtig stark und schon wieder vergiftet. Was machst du nur, Minsk? Und wie machen die das überhaupt? Wie vergiften die uns? Oh, die Armen. Dann wollen wir jetzt nochmal hier reingehen und, upsala. Ja, man sollte sich schon im Schatten verstecken. Ich weiß, also ich bin mir ziemlich sicher, bei den Schleimwesen hier, da geht es nicht. Upsa. Also, ein hinterhältiger Angriff. Und renn weg, Brakett. Renn weg, Brakett. Renn weg. Wie ein der mutige Sir Brakett rennt weg, genau. Nalia, sehr schöner Treffer. Leider ist er immun gegen solche Art von Schaden.
Ah, aber netter Versuch. So, mutiger Anomen. Anomen ist echt mutig. Anomen ist mein neuer Lieblingscharakter. Er hat schöne Geschichten zu erzählen. Er hat keine Bugs im Moment. Das macht ihn auch sehr sympathisch. Oh, Pfeile plus 1. Ein Silberring. Nalia, willst du diesen Ring von mir annehmen? Oh. Was hast du alles im Inventar? Du bist wieder voller Müll. Ja. Hier, zieh den Ring an. Das kannst du sogar tragen. Nalia ist überraschend stark mit Stärke 14. Schön. Echt schön. Hätte ich nicht gedacht, dass Nalia so stark ist. So, waren das die einzigen Pfeile plus 1? Ich hätte schon gern noch ein paar mehr. Ah. Nehmen wir Yoshimos Bogen für dich. Da hast du einen Angriff die Runde mehr. Damit machst du dann vielleicht auch mal ein paar Kills. So, und Nalia brauche ich jetzt hier in diesem Raum, um an dieses Gitter zu gehen. Weil hier verbirgt sich etwas dahinter. Hinter dem Gitter befindet sich ein Becken. Das Wasser ist dunkel und schleimig. Ihr könnt hineingreifen, wenn ihr wollt. Wieso sollte man hineingreifen wollen? Aber egal. Mach's einfach. Ich bin solche Lasten nicht gewohnt. Ah, ihr kniet auf dem Gitter und greift in das Becken. Ihr findet etwas mit euren tastenden Fingern. Aber während ihr es gerade herausziehen wollt, werdet ihr von etwas in die Hand gebissen. Ihr beißt die Zähne zusammen und zieht eine alte, verschrumpelte Hand aus dem Becken. Nalia hat Steinhaut. Nalia macht das nichts. Und Nalia hat eine Schleuder weggeworfen. Da bin ich sehr glücklich mit. Ha, wer braucht schon Schleudern? Und wir haben hier bekommen die Hand, eine abgetrennte Hand, die ihr in den Abwasserkanälen gefunden habt. Obwohl es hier unten sehr feucht ist, ist das Fleisch nicht verrottet. Okay. Wieso sollte man sowas mitnehmen? Was seid ihr für Perverse? Oder ist ja diese kryptische Notiz. Ja, die ist alles andere als kryptisch. Sorry, aber so ist es halt. Und Nalia ist schon wieder voll. Wir waren noch gar nicht... Ja, in der Kupferkrone. Also wir waren schon da, aber wir haben nichts getrunken. Ich erinnere mich zumindest nicht daran. Kraket könnte sich auch ein bisschen selbst heilen noch. Er ist relativ anfällig noch für Schaden. Gut, er ist auch noch ein Dieb mit der Lederrüstung, mehr oder weniger. Was haben wir hier? Hier hängt ein... die zwei Skelette liegen eng umschlungen, in einer ewigen Umarmung gefangen. Eines der beiden Skelette ist etwas kleiner als das andere. An einem seiner knöchernen Finger trägt es einen Goldring. Ihr könnt ihn abziehen, wenn ihr wollt. Natürlich, Anomen! Grabräuber, Anomen! Ihr zieht dem Skelett den Ring vom Finger. Der Ring kitzelt in eurer Hand. Offensichtlich handelt es sich um einen ganz besonderen Ring. Ein ganz besonderer Ring? Der Ring der Liebenden. Oh, mit einem gesetzten Herzchen. Eigentlich sollte ich mehr Respekt von diesen Narren verlangen. Das ist schwerlich so etwas wie eine gute Gruppe, die ihr da angesammelt habt. Was? Von welchen Narren denn? Meinst du von Nalia, die schlauer ist als du? Oder Minsk, der stärker ist als du? Oder... Braget, der hübscher ist als du. Genau, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, Anomen. Oh, Dann sag gar nichts. Wenn man keine Kritik vertragen kann, dann darf man diese Wege nicht beschreiten. Ich musste mich mein ganzes Leben lang kritisieren lassen. Wenn ich erst einmal Ritter bin, lasse ich mir das nicht mehr gefallen. Das ist ein guter Grund, endlich Ritter zu werden, ja. Du willst nicht mehr, dass dein Vater dich nervt oder so. Ja, es ist wichtig für dich, Ritter zu sein, offensichtlich. Ja, ich habe mein ganzes Leben daran gearbeitet, ein Ritter zu werden. Ich habe die heiligen Bücher studiert und ich habe an der Infanterieausbildung und den Gefechtskursen teilgenommen, die Paladine angeboten haben. Fleißiger Junge. Um es kurz zu machen, ich habe mich in jeder Hinsicht gebessert, sodass ich eines Tages der Ritterschaft für würdig befunden werde. Ja, bist du nicht zufrieden? Du bist doch relativ stark. Was willst du Paladin werden? In der Stellung, die ich jetzt bekleide, bin ich selbst mit meiner klerikalen Ausbildung nur wenig mehr als ein glorifizierter Junker. Im besten Fall würden sie mich während eines Krieges zum Feldkommandeur machen. Feldkommandeur klingt doch gar nicht mal schlecht. Ich meine, Kommandeur ist schon ein Schritt hoch für dich. Du bist im Moment hier bei mir Fußsoldat. Ein Ritter hat allerdings etwas von dem Format, das auch einem Paladin gut ansteht. Okay, ich benutze Paladin und Ritter immer synonym zueinander, weil offensichtlich ist das nicht das Gleiche.
Paladine sind Ritter, aber nicht jeder Ritter ist ein Paladin anscheinend. Und es gibt auch noch, um es zu verkomplizieren, gibt es, glaube ich, noch die Unterklasse von Paladin, die sich auch einfach Ritter nennt im Deutschen. Das ist ein Platz, oder... müssen wir mal nachgucken. Ja, warum willst du nochmal Ritter werden? Was ist daran so toll? Okay, klar, Pferd, strahlende Rüstung, holde Maid. Klar, ich verstehe das schon. Aber hören wir es uns doch nochmal an. Es ist nicht eine einzelne Sache, die mich dazu trieb, Ritter zu werden. Die Grausamkeit meines Vaters und der Tod meiner Mutter gaben mir schon Grund genug, mein Zuhause zu verlassen. Okay, da kannst du auch... Musst du ja nicht Ritter werden unbedingt. Ich habe schon immer davon geträumt, Ritter zu werden, schon seitdem ich zum ersten Mal noch von den Armen meiner Mutter aus eine bewaffnete Marschkolonne gesehen habe. Eines Tages werde ich auch mit donnernden Hufen unter dem Banner des noblen Herzens vorbeipreschen. Okay, also... Er war noch in den Armen seiner Mutter und dann hat er dick bewaffnete Männer gesehen und hat er sich gedacht, ja, ich will reiten auch. Also, Waffen, Pferde, Frauen. Aber die Zeit ist schnell vergangen. Wir haben noch Abenteuer zu bestehen und ich schlage vor, dass wir uns wieder dem zuwenden. Ja, vielen Dank, ja, erst unterbrichst du mich. Ich wollte mir diesen Goldring angucken. Ja, das ist der Ring der Liebenden. Jetzt bin ich glücklich. Ich habe mir angeguckt. Ja, los. KI, mach dein Ding. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Anom hat die beste KI im Spiel anscheinend. Ja, ich konfiguriere die falsch. Du kannst damit eigentlich aufhören. Du verschwendest nur Munition, Alia. Such nach Fallen. Hier könnte eine Falle sein. Weil Braket kann das noch nicht gut genug. Also so lange muss ich Nali hier auf jeden Fall dabei behalten, bis Braket alle Fallen entschärfen kann. Ein Steinschiff. Ja, wir suchen noch nach den Sklavenhändlern hier unten drunter. Wir sollen in irgend so ein Schiff... Oh, hallo. Ein Mykonid. So ein Pilzmann. Was haben wir hier? Ein Andorian, so heißt der anscheinend. Stirb, Mykonid. Meine Gefährten getötet. Meine letzten Atemzüge sind voller Zorn. Oh, warte doch, wir können dir einen Heiltrank geben. Und Braket ist verwirrt. Nehmt Abstand von Braket. Und Minsk ist verwirrt. Nee, Anomen ist auch verwirrt. Nehmt Abstand von Anomen. Das ist sehr wichtig. Lauf weg. Komm, lauf weg. Auf Wiedersehen. Ah ja. Verwirrte Charaktere laufen entweder vor Gegnern weg oder machen gar nichts oder greifen an, wen sie sehen. Minsk, du musst den König alleine besiegen. Sorry. Tut mir ja leid. Aber so ist es nun mal. Komm, Minsk. Komm, Minsk. Go, Minsk. No, Nalia, hör doch nicht auf zu schießen. Okay, jetzt muss ich meine zwei Charaktere nur fernhalten von meinen anderen zwei Charakteren. Bis das abgelaufen ist. Ah, perfekt. Dann kann ich hier reiche Beute machen. Das hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Für ein paar Goldmünzen sind wir hier reingegangen. Wir konnten nicht mal den Kerl retten. Naja, was soll's, was soll's. Und Minsk ist halb tot. Immer noch. Und ja, jetzt haben wir hier Trank der Lebenskraft. Der macht die Konstitution höher, glaube ich. Also eher uninteressant. Nalia braucht jetzt viele Pfeile. Und das kannst alles du nehmen. Das kannst du haben. Schmuck kriegt auch Anom. Gib mal Anom noch ein paar Ringe. Da. Viel Glück. Den kannst du gleich nochmal an Braket geben. Der passt nämlich zur abgetrennten Hand. Das ist so eine kleine Nebenquest, die es hier unten noch gibt in der Kanalisation. Aber dazu später mehr. So, du brauchst erstmal die Pfeile alle. Weil die geht jetzt durch Pfeile wie verrückt. Die hat jetzt drei Angriffe pro Runde. Also alle zwei Sekunden ein Pfeil. Zum Vergleich, Minsk hat zwei. Anom hat zwei. Und Braket hat auch nur zwei. Gut, zwei sind eigentlich relativ gut. Man kommt als Nicht-Kämpfer oder als Nicht-Paladin oder als Nicht-Waldläufer, kommt man generell gar nicht über einen. Ohne Items eben. So, das kannst du eigentlich mal dem Minsk geben. Wer will schon diese kleinen Heiltränke haben? Ich definitiv nicht. Oh, nichts drin. Das ist wieder so ein Ort, wo Nalia gerne mal nach Fallen suchen kann.
Sei mutig, Nadia. Du hast Steinhaut. Niemand hat Steinhaut hier bei uns sonst. Du bist die Einzige. Du bist doch die Einzige, die Fallen finden kann. Rocket hat zwei linke Hände, was das angeht. Juhu, Erfahrung. Ja, aber irgendeine Modifikation reduziert auch die Erfahrung deutlich hier für Fallen, die man bekommt. Normalerweise kriegt man im richtigen Spiel, also im nicht modifizierten, kriegt man viel mehr. So, wir haben jetzt hier noch irgendwo so Schriftrollen gehabt. Die könnte ich benutzen, um zum Beispiel jetzt Minsk zu heilen. Erstmal die KI wieder an. Bevor ich das noch vergesse, weil ich glaube, wenn man keine KI anhat, dann hat man auch keine Dialoge. Kanal, keinen Platz für euch. Kanal, unser Ort. Jetzt gehen oder ich wütend werden. Okay. Bei so einer netten Du Kobold, da schleiche ich mich doch mal an dich an. Hoffentlich. Minsk, du solltest weggehen. Nadia, du kannst weggehen. Anom, du nimmst die Schläge. Was haben wir hier? Kobold-Kommando. Kobold. Also ihr zwei könnt euch mit diesem Kommando auseinandersetzen. Du haust den hier aus den Latschen. Und du hilfst. Kobolde müssen sterben, ja. Ist halt einfach so. Sorry, meine Charaktere sind da richtig Rassisten. Kleinen dreckigen Kobold. Los, Kobold-Kommando muss weg. Ich will möglichst die Feuerpfeile, die wir haben, bekommen. Haha. Weil wenn sie die wegschießen, dann sind sie halt weg, nicht? Ein magisches Kurzschwert und ein Schamanenstab. Wunderbar. Deswegen bin ich hier hochgegangen. Ich brauchte diesen Stab. Hier gibt es vier Gegenstände in diesem Kanalisation. Die sind für ein Rätsel da. Für ein kleines Rätsel. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.